Ja, hallo Leute, hier ist das Snow Leopard mit einem weiteren Video. Und zwar handelt es sich heute um das erst gestern vorgestellte Apple TV. Ja, das neue Apple TV hat sich im Großen und Ganzen nicht viel verändert, nur dass es jetzt Full HD auflöst. Und ich werde jetzt die Neuerungen des neuen TVs kurz mit euch durchgehen. Und ja, wir beginnen jetzt einfach mal. Und zwar haben wir hier schon den Fernseher, den Apple eigentlich immer verwendet, und hier die TV-Box. Nochmal kurz, es ist kein neuer Fernseher, also es ist kein Fernseher von Apple, sondern nur wieder die kleine Box, die schwarze, und die ihr dann mit HDMI an euren Fernseher anschließt. Ja, wir haben hier ein neues Menü, wie ihr vielleicht erkennen könnt. Dieses neue Menü wurde mit der Version für das Apple TV, also mit der Software-Version 5.0 gebracht. Die Softwareversion ist auch für das alte Apple TV verfügbar, also für die zweite Generation. Aber dieses löst dann trotzdem nicht in Full HD auf. Ja, hier haben wir schon Great HD Content, also richtig geiler Full HD Film Content. Und wir haben natürlich auch wieder AirPlay Mirroring. Was kann das neue Apple TV? Also es hat hier iTunes und also Filme von iTunes natürlich, ist klar. Dann hier Fotostream ist auch verfügbar, ziemlich cool. Also ihr könnt direkt vom Apple TV auf euren Fotostream zugreifen. Netflix, YouTube, Vimeo, Flickr, MLB, NBA, NHL und so weiter, also paar so sportliche Dinge, dann natürlich obligatorisch die iTunes Filme, ist klar. Dann hier Home Sharing, das heißt also, wir können, wenn wir unseren Mac oder unseren PC eingeschaltet haben und er hängt in demselben Netzwerk wie das Apple TV, dann kann das Apple TV auf diese Daten zugreifen. Und ihr könnt euch die Filme ansehen, die ihr am Mac habt, oder die Musik hören, die ihr am Mac habt, die Fotos ansehen, Podcasts, TV-Shows und so weiter. YouTube, ganz geile Sache, ihr könnt jetzt einfach die YouTube-Videos auf eurem Fernseher ansehen. Ja. AirPlay natürlich, wie gesagt, verfügbar. Das heißt, einfach auf den AirPlay-Button auf eurem neuen iPad zum Beispiel, wo ich auch ein Video zu gemacht habe. Und dann könnt ihr das Ganze am Fernseher weitersehen. Funktioniert auch mit dem iPhone und mit dem iPod Touch. Ja, AirPlay Mirroring, das heißt, ihr könnt das, was ihr am iPad seht, auch am Fernseher 1 zu 1 übertragen. Funktioniert nur mit dem iPad 2, iPhone 4S und dem neuen iPad. Da seht ihr schon, ihr könnt dann auch Spiele spielen am Fernseher. Ziemlich, ziemlich coole Sache. Dual Screen, das heißt, ihr habt jetzt hier das Spiel am Fernseher und habt aber die Erweiterungen, also die Menüs und so weiter von verschiedenen Apps auf eurem iPhone oder iPad. Sehr, sehr geile Sache meiner Meinung nach. Und ich hatte noch nie ein Apple TV. Und ich überlege mir wirklich, das neue jetzt zu kaufen, da ich nicht auf den Fernseher von Apple warten möchte, denn ich glaube, der wird mir ein bisschen zu teuer werden. Ja, zu den technischen Daten, es hat sich eigentlich nichts geändert, außer dass wir jetzt einen A5 haben, weil das ist nicht der A5 Dual-Core-Prozessor wie im iPad, sondern ein Single-Core-Chip, also wieder ein umgewandelter Prozessor. Ja, kosten tut das Ganze noch immer 100 9 €. Ich glaube, es ist sogar um 10 € günstiger geworden, also statt 119 nur mehr 109 €. Verfügbar ist das Ganze ab 16. März in allen Ländern, also auch in Österreich, und vorbestellbar ab heute. Also, wer es möchte vorbestellen, schreibt in die Kommentare, ob ihr es euch kauft oder ob ihr bereits ein glücklicher Besitzer seid von einem Apple TV. Und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich hoffe, ich konnte euch kurz einen Überblick über das neue Apple TV verschaffen. Und wenn es euch gefallen hat, abonnieren und kommentieren bitte nicht vergessen.
Und ich bin der Snow Leopard und bin raus hier. Ciao!